Heute stricken wir eine Eule. Hallihallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollaus-Team. Ja, ich habe heute für euch eine Eule. Die stricke ich auf einen Socken. Aber ich habe das tatsächlich nur an der einen Seite. Hier ist meine Ferse. Und dann kommt das so am Außenbereich vom Fuß. Lasse ich einmal hier diese Eule. Das ist vorne. Einfach mal mitlaufen. Es wurde vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich diesen Rollrand hier gezeigt habe. Da habe ich ja auch diese Eulen drin und ich wurde von so vielen angesprochen. Bianca, kannst du nicht mal ein Video machen mit nur dieser Eule? Gesagt, getan. So, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich einmal die Wolle. Ich habe hierfür die handgefärbte Kirschblüte. Nennt sich die. Schaut mal bei uns im Shop rein unter wollhaus.de. Da gibt es, ich habe wie gesagt die Kirschblüte, die so verläuft. Dann gibt es noch Zuckerwatte. Dann gibt es die Adele. Es gibt mehrere. Da schaut einmal rein. Einfach strickschön und dann handgefärbte Wolle oder Kirschblüte. Wenn ihr Kirschblüte eingibt, dann kommen die anderen auch schon automatisch. Gefällt mir richtig gut. Die sind auf einem Strang, nicht dass ihr euch wundert. Ich habe aber zu Hause keinen Wollwickler. Und da hat mir die liebe Biggie, unsere Bobble Biggie, einmal den Strang schon gleich auf einem Bobble gewickelt. So, diesen Service kann jeder in Anspruch nehmen, finde ich ganz toll. Da braucht man zu Hause keinen Wollwickler. So, das dazu. Ihr braucht dann natürlich noch ein paar Perlen für die Augen, je nachdem wie viele Eulen ihr machen möchtet, pro Eule 2 Perlen, dann eine Häkelnadel, das ist eine ganz ganz feine, seht schon, die habe ich schon so oft benutzt, das ist wirklich eine Krücke, aber die ist so klasse, weil die durch diese kleinen Perlen, also ihr müsst eine ganz schmale haben, die durch eure Perlen drauf passen. Ich habe hier die 4 mm Perlen und meine Nadel ist eine 0,75er Nadel. Die habe ich mir mal vor x Jahren besorgt, aber tatsächlich wirklich nur, um meine Perlen aufzuziehen. So, das braucht ihr. Dann braucht ihr natürlich die Stricknadeln. Die mich kennen, meine Videos kennen, ich stelle die immer wieder gerne vor, weil ich wirklich schon viele Leute damit angesteckt habe. Ich stricke am liebsten mit den Cubics. Ich nehme für die Socken die 2,25er am liebsten. Natürlich ist die Sockenwolle für eine 2,5er auch natürlich geeignet, was die meisten auch stricken, aber ich stricke das am liebsten mit einer 2,25er, aber auch die 15er Nadeln. Das Ganze gibt es aber auch als 20er natürlich. Dann solltet ihr eine Zopfnadel haben, weil wir wollen hier drin zopfen. Entweder nehmt ihr einmal, gibt es ja richtig diese Zopfnadeln. Ich habe aber einfach eine zusätzliche Nadel aus dem Nadelspiel. Die fädle ich einfach dann die Maschen auf und zopfe damit. Aber vielen ist das zu lang. Daher gibt es diese wunderbaren kleinen Zopfnadeln. Damit kann man das natürlich wunderbar machen. Ja, was brauchen wir noch? Brauchen wir noch was? Nein, wir brauchen nichts. Natürlich brauchen wir ganz viel Lust und ganz viel Spaß beim Stricken. Ihr müsst natürlich einen Socken haben, wo ihr vielleicht schon oben angefangen habt, euer Bündchen gestrickt habt und wo wir loslegen können mit unserer Eule. Die wird bei mir in Runden gestrickt, habe ich glaube ich eben schon einmal gesagt.
Was ich jetzt noch einmal ganz kurz mache, wirklich ganz kurz, ich habe das Ganze einmal aufgemalt. So, wer mag, kann sich da einen Screenshot von machen, was ich hier einmal gemacht habe. Ansonsten bleibt einfach dran und strickt mit mir mit. Dann werde ich das Ganze hier einmal erklären. So, dann würde ich sagen, bis gleich. So, wir starten. Und zwar, ich habe gar nicht gesagt, diese Eule wird über 16 Maschen gestrickt. Also passt das ganz genau für meinen Socken. Ich stricke immer mit 16 Maschen. Und geht über 38 Reihen. So, die erste, zweite und dritte Reihe ist gleich. Ich habe hier die ersten zwei schon mal gestrickt. So, und die, also ihr strickt jetzt die ersten beiden Maschen links. Und rechte Maschen bis zwei Maschen vorm Ende dieser Nadel. Einmal rings rüber. Und die letzten beiden auch links. Also die ersten beiden und die letzten beiden werden über die ganzen 38 Reihen, oder Runden sind es ja, immer links gestrickt. Dadurch ergibt sich dann hier davon wird die Eule so ein bisschen rausgehoben. Also ihr strickt jetzt drei Runden, die ersten beiden links, in der Mitte rechts und die letzten beiden auch links. Das dreimal. So, wir machen weiter. Die nächsten drei Reihen sind auch schon wieder gleich. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon die zwei Runden. Ich sage mal rein, wir stricken ja in Runden heute. Also die ersten zwei habe ich schon gestrickt. Ihr strickt jetzt drei Reihen, schon wieder rein, Runden, drei Runden, aber es ist ja die Eule, ich sage ja nur die Eule. Also da wird nur diese 16 Maschen in linke Maschen gestrickt. Dreimal 16 Maschen, also drei, ich sage jetzt einfach rein, weil wir stricken ja jetzt nur die Eule zusammen. Und da wird es jetzt dreimal nur linke Maschen gestrickt. So. Einmal links rüber. Das ergibt dann so einen Block. Ihr müsst euch diesen hier vorstellen. Das ist schon noch von dem anderen. So. Dreimal. Dann wird hier rüber gestrickt. Das können wir einmal vielleicht gerade zusammen machen. Das ist ganz leicht. Das wird nur rechte Maschen bei mir gestrickt. Hier diese Ferse, die ich hier gemacht habe, habe ich euch auch schon einmal gefilmt. Es ist aber, glaube ich, noch nicht online. Aber so nach und nach kommen die Videos ja. Wir haben schon so viel fertig, das kann man alles euch gar nicht zeigen. Also dies hier ist eine Tomatenferse, geht super, super einfach. Die Tomatenferse habe ich jetzt tatsächlich von unserer Biggie, unsere Bobble Biggie. Die hat sie mir gezeigt, sie hat eine Gum-Gum-Socke gemacht. Wer nicht weiß, wie die gestrickt wird, schaut einmal hier bei uns im Kanal nach. Die haben wir auch schon gezeigt. Und bei dieser Gum-Gum-Socke hat sie diese Tomatenferse gestrickt. Und das sieht so klasse aus. Da sind mehrere Spalten, sag ich mal, Tomatenspalten. Und sie hat das in den beiden Farben gestrickt, immer nach und nach, nacheinander, wie sie die
Gumgumsocke auch gestrickt hat. Das sieht richtig klasse aus. Gefällt mir sehr gut. So, und da hat sie mir halt diese Ferse, ich kannte sie wirklich noch gar nicht. Und die ist total einfach und das ist wirklich anfängertauglich. So, jetzt bin ich schon wieder am anderen Ende einmal rum. So. Und jetzt die letzten beiden. So, wir sind jetzt hier, also wie gesagt, ihr macht drei rein, dreimal jetzt in links, dass wir diesen Balken kriegen. Wir sind jetzt schon in Reihe 7 und wieder die ersten beiden links. Na. Und wieder die Mittelmaschen hier. 12 Maschen sind das, die werden wieder rechts gestrickt. Also genau wie am Anfang auch. Das werden jetzt die Ohren von der Eule und die letzten beiden auch wieder links. Und das Ganze machen wir jetzt auch wieder dreimal. Also die ersten beiden links, 12 Maschen rechts und die letzten beiden links. Und das jetzt noch zweimal. So, wir sind jetzt hier schon in der 10. Reihe und da werden wir jetzt das erste Mal zopfen. Aber auch hier die ersten beiden Maschen stricken wir links. Das immer nicht vergessen, die ersten beiden und die letzten beiden immer links. Jetzt nehmen wir uns unsere Zopfnadel oder unsere Hilfsnadel. Die ersten drei Maschen werden jetzt abgehoben. Und wir legen die vor unsere Arbeit, stricken die nächsten beiden Maschen oder nächsten drei Maschen ab. Einfach rechts abstricken jetzt nehmen wir uns die Nadel, halten hier so ein bisschen die Maschen fest, legen uns die Nadel hier oben hoch und jetzt werden die Maschen abgestrickt, die wir hier auf unsere Zopfnadel gelegt haben und zwar auch rechts, einfach rechts abstricken. Immer noch die Zopfnadel in der Hand und wieder die nächsten drei Maschen abheben und jetzt hinter die Arbeit legen. Ich steche die immer so ein bisschen hier so rein, dass mir die Maschen nicht abhauen. So, hier von unserer Arbeit die nächsten drei Maschen rechts stricken und wieder unsere Zopfnadel. So, den Arbeitsfaden habe ich jetzt ein bisschen dahinter gelegt. Und jetzt die von der Zopfnadel auch rechts abstricken. Und das war schon der erste Streich. Und ihr seht jetzt schon, das sind die Ohren. Zopfnadel, das können wir zur Seite legen. Die letzten beiden Maschen werden links. So, jetzt stricken wir wieder einmal ringsrum. Und danach kommt jetzt wieder dreimal drei rein. Die ersten beiden rechts, links, sorry, die ersten beiden links. Die mittleren Maschen werden rechts gestrickt und die letzten beiden links. Und das machen wir jetzt drei rein. Und dann sehen wir uns wieder. Wir sind jetzt in der 14. Reihe.
Und jetzt kommen die Augen, werden jetzt hier drin befestigt. Also wieder die ersten beiden Maschen links. Das immer, immer, immer. So, jetzt stricken wir drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Jetzt nehmen wir uns die Häkelnadel. Ich nehme mal die erste Perle runter. Ich denke, könnt ihr das besser sehen. Mal ein bisschen weiter. So. Es ist ja hier ein kleiner Widerhaken dran. Damit nehme ich mir jetzt die Masche, die nächste, und schiebe die Perle über die Masche rüber und nehme mir jetzt mit der rechten Nadel einfach die Masche wieder auf. Na, war ja richtig. So. Jetzt stricke ich 1, 2, 3, 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Und auch hier, einmal muss ich mir wieder jetzt die Perle auffädeln. Auch hier wieder. Einfach hier rein. Der Widerhaken hängt jetzt an dieser Masche und dann können wir die Perle einfach so rüberschieben. So, und schon hat das Ganze ein Gesicht. Jetzt drei Maschen rechts, die letzten beiden Maschen wieder links. So, einmal zurück. Und jetzt arbeiten wir wieder vier Reihen insgesamt. Vier Reihen. Zwei Maschen links, 12 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und das Ganze jetzt 4-mal. Die Maschen, wo die Perlen drauf sitzen, die strickt ihr auch einfach rechts rüber. Behandelt die Masche einfach wie eine ganz normale rechte Masche. Also jetzt 4-mal, 2-mal links, 12-mal rechts, 2-mal links. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt wollen wir wieder zopfen. Wir sind jetzt in der 19. Reihe schon. Die ersten beiden Maschen wieder links. Na, die will nicht. 1, 2. Nehmen wir wieder unsere Hilfsnadel zur Hand, unsere Zopfnadel. Wieder die ersten drei abheben und nach vorne legen. Die nächsten drei Maschen rechts abstricken. Jetzt die Nadel. Hier halte ich mir die Maschen wieder ein bisschen fest. Und jetzt werden die Maschen rechts abgestrickt, die wir auf die Zopfnadel gelegt haben. Eins. 2 und 3. Nun immer noch die Zopfnadel in der Hand. Die nächsten Maschen, drei Maschen wieder auf die Nadel legen. Und jetzt kommen die wieder hinter die Arbeit. Hier die nächsten drei Maschen rechts abstricken und die Nadel hier rausziehen
Und jetzt werden die drei Maschen von der Zopfnadel, jetzt kam ich eben nicht drauf, von der Zopfnadel rechts abgestrickt. Das ist manchmal auch ganz schwierig. So. Die Zopfnadel können wir aus der Hand legen und die letzten beiden Maschen wieder links. Jetzt haben wir schon den Kopf einmal fertig. Ist ja so rum. So, jetzt müssen wir ein ganzes Ende stricken und zwar auch wieder die ersten beiden links, 12 rechts, 2 links. Und das machen wir jetzt insgesamt 12 Reihen. Also die ersten beiden links, letzten beiden links, in der Mitte die 12, dann rechts. Und das insgesamt 12 Reihen. Und dann sehen wir uns wieder. Wir haben jetzt hier unsere 12 Maschen, 12 Reihen gestrickt. Ja, der Hund, der muss sich hinter mir erstmal ordentlich kratzen. Ich hoffe, er stört nicht zu sehr. So. Auch hier wieder die ersten zwei Maschen links. Und jetzt wollen wir ein letztes Mal zopfen. Wieder die drei Maschen auf die Nadel. Und der springt da runter. So, ersten drei auf die Nadel. Dann legen wir die Maschen vor die Arbeit, dann die drei nächsten drei Maschen rechts jetzt die drei Maschen von der Hilfsnadel einfach rechts abstricken. Und wieder die nächsten drei Maschen abheben und hinter die Arbeit legen. Hier drei Maschen abstricken. Und jetzt die drei Maschen von der Zopfnadel oder Hilfsnadel. Und auch die einmal rechts abstricken. Können wir die schon wieder an die Seite legen. Und die letzten beiden Maschen links. So, jetzt die nächsten sechs Reihen. Brauche ich nicht mehr zeigen. Ich erkläre euch die einmal. Also, ich zeige euch das hier mal anhand von unserer oder meiner Zeichnung. Also, dieses hier haben wir gerade gemacht. Und jetzt kommen wieder drei rein, wo wir hier die ersten beiden links stricken, die letzten beiden links und in der Mitte die 12 Maschen werden rechts gestrickt. Das passiert jetzt dreimal und noch einmal drei Reihen, wo wir nur links stricken. So, und fertig ist unsere Eule. Ich denke, wie gesagt, das muss ich euch nicht noch einmal zeigen. Und ich finde, wenn man die Eule immer so untereinander setzt, hat man ja hier immer so einen kleinen Balken dazwischen. Also mir gefällt das unheimlich gut. Wenn ihr das, so wie ich das bei diesem hier gemacht habe, so viele Eulen nebeneinander setzt, denkt daran, dass ein Zopfmuster oder auch diese Eulen, die schlucken unheimlich viel Weite. Da müsst ihr dann wesentlich mehr Maschen
einplanen, vielleicht hier zwischen, weil sonst kann man die Socke wirklich nicht mehr anziehen. Wenn ihr eure normale Maschenzahl nehmt und dann mehrere Eulen reinsetzt, das wird nicht passen. Also da müsst ihr gucken, jetzt so mit dieser einen Eule, das funktioniert. Aber wenn ihr wirklich mehrere Eulen nebeneinander setzen möchtet, müsst ihr ein bisschen mehr Maschen einplanen. Das nur mal so als Tipp nebenher. So, das war's mit unserer Eule. War ein etwas längeres Video, aber es sind ja auch 38 Reihen, die ich einmal gezeigt habe. Und das dauert ein klein wenig. Aber ich finde, die sind so niedlich. Also mir gefällt das immer unheimlich gut. Hier kann man die vielleicht auch noch mal ein bisschen besser sehen. Habe ich ja hier auch mehrere Eulen einmal reingesetzt. Man kann das auch nehmen, wenn man eine Mütze strickt, oder ich finde, das denke ich auch als Handstulpe, wenn die dann hier oben drauf verlaufen, würde ich, glaube ich, auch sehr schön finden. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns doch ein Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und natürlich die Glocke. Die müsst ihr einmal drücken, dann verpasst ihr keins von unseren Videos. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Bianca und ich muss jetzt auch mal sagen, unser JJ. Der tippelt ja die ganze Zeit hier nebenher. Gut, tschüss, bis dahin.